Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Nein, es ist mir aus meinem Kopf entschwunden. Es ist keine gute Idee, Spiele um 1:30 Uhr nachts zu spielen. Solche Spiele. Ja, was wollte ich jetzt noch? Scheiße. Was wollte ich jetzt zu dieser Konversation beisteuern? Verdammte Axt. Ah, so sorry. Naja, okay, ja. Ja, nee, genau, ja, das ist halt, das war, ja. Das halt gute Worte waren, von wegen so zu handeln, Rachel took that pretty wie hard. wir fühlen. Ach komm, ey, es ist halt I zwei should see nachts. if Ich she's gehe jetzt okay. hier weiter. Scheiß jetzt. So, pass auf. Rose, hi, 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 hi. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was sie Hey, sagt. Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, Oh, lol. considering everything. Okay, Rose. Diese Kamerafahrt immer zu dem Tisch? Meine Güte. Das ist, kann ich irgendwie helfen? Tut mir leid wegen heute Abend. Das, ja. Sorry that tonight turned out so different. Ja, That's all right. I'm really quite glad that you're here. aua. Warum? Meine instinktiven Fragen sind immer weitere Fragen. Was will ich warum fragen? Das ist tatsächlich so. Auch wenn es offensichtlich ist, relativ, um ganz sicher zu gehen, frage ich lieber nochmal nach. Ja! Ja, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, ich auch. Hä? Ergibt natürlich schon auch Sinn, ganz klar. Ja, ich mache jetzt mal ich auch. Ne, ich mache jetzt mal hier. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Wie geht's besser als Rachel? Lol, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaub nicht. Wie geht's besser als Rachel? Nee, nee, komm mal hier. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now. Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's Ja, past, also sie wusste schon, ja. including my own role in hiding the Meine Rolle truth. in dieser Geheimnistuerei. Was sind das? Was sind das jetzt wieder für Antwortmöglichkeiten? Was ist denn das immer? Was? Manchmal ist es so ein bisschen. James hat gelogen. Ja, aber um sie zu schützen. Sarah hat Geld vorgezogen. Ja, was sollen wir denn jetzt darauf? Wir wissen doch gar nicht, ob sie das Geld vorgezogen hat oder so. Wir wissen doch gar nicht, ob ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja. Dieses Bild ist so gut, ey. James hat gelogen, ja. Das ist natürlich richtig so. Das ist natürlich. Das ist. Ja.
das ist immer so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, irgendwie. Doesn't matter how painful it is. You don't lie to someone you love. You might be right. But can any of us really know what we would do in his situation? He's been a devoted father for 15 years. I know he loves Rachel more than anything. I'm surprised you're defending him after what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand. But after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. Okay. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Es war so ein bisschen angreiflich, ne? Rachel's the one who needs you. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. Ja, ist klar. His entire life is about keeping people safe. Yeah. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Stimmt auch. Thank you, Chloe. Ein Staatsanwalt ist er ja, ne? Das ist auch. Ja. Macht natürlich auch stark was aus, ne? Das ist, ja. Ja, können wir noch mal reden? You're welcome to stay here as long as you need. Okay. Ja, vielleicht hätte ich doch auf Sarah gehen sollen, weil es im Endeffekt, es war uns ein bisschen angreiflich. Hm. Naja, egal, okay. Aber mit ihr. I'm depending on you to keep Rachel safe. Können wir hochgehen. Krass. Holy shit. Rachel completely destroyed that. Aber wer hat denn auch noch Glastische da? Na, was ist denn hier? I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Boah, ein echter, wen interessiert der Scheiß? Boah, voll geil. Das sagt sie jetzt gar nicht mehr. Das war so schön letztes Mal. Okay, gehen wir hoch, ne? Gehen wir hoch einfach. Oder? Ich hasse es, Dinge zu verpassen. Nicht, dass hier noch irgendwo irgendwas ist oder so. Ich glaube nicht, oder? Huch, was war das? Achso. Ja, nee, wir gehen einfach hoch, komm. Gucken wir mal, wie es hier geht. Oh je. Oh, nicht schon wieder Musik. Scheiße. Muss ich leider ein bisschen muten hier. Ah ja, jetzt fängt das Kapitel an. Intro. Verdammt, muss es muten, sonst mutet es Twitch. Dann ist alles stumm. Das ist natürlich doof. Ach Mann, scheiße, tut mir leid. Die Musik ist so schön, Mann. So sorry. Rachel? Life is strange before the storm. Episode 3. Die Hölle ist leer. Vielleicht hört die Musik auch gleich auf. Hm, weiß nicht. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Können wir es lassen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal kurz aus. Kurz. Damit es nicht einfach, ne, mal ganz kurz hier ansehen. Ja, jetzt ist natürlich die Sache. Ja, wir wollten ja abhauen, das ändert natürlich wieder vieles. Oh mein Gott. Oh, wer hätte denn auch sowas denken können? Heilige Scheiße. Ein Enneagramm, was ist denn ein Enneagramm? Kenne ich gar nicht. Was? Was ist das? Individualist? Hey, ich kenne das nicht. Was ist das? Typ 4, der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Der Individualist? Kreativ, sensibel und unabhängig.
neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Das klingt voll gut. Das ist das, was ich eigentlich brauche. Ich bin zu oft in der Vergangenheit unterwegs. Das ist nicht gut. Das Beste ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Richtig. Gegenwart und Zukunft sind, vor allem Gegenwart auch, sind so wichtige, viel, viel wichtigere Dinge, als sich andauernd in der Vergangenheit festzubeißen. Weil die Dinge sind schon geschehen und sind unveränderlich. Deswegen ist das sehr, das ist ein sehr negativer Aspekt, andauernd in der Vergangenheit zu kramen. Aber manchmal muss man das auch ein bisschen tun, um Sachen zu verarbeiten. Aber man sollte sich nie zu tief darin verlieren. Das macht einen kaputt. Und man kann sich auch wirklich darin verlieren. Und depressiv werden oder so. Immer, immer nach vorne gucken. Nicht umsonst haben wir die Augen vorne und nicht hinten, um nach vorne zu sehen. Immer in die Zukunft und in die Gegenwart. Ja. Interessant, das kenne ich gar nicht, was hier so hängt. Das ist sehr faszinierend. Bin ich auch ein Individualist? Was ist denn Melancholie nochmal? Maßlosigkeit. Ich weiß gar nicht. Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Interessantes Plakat auf jeden Fall. Ja. Schön. Aha. Für Rachel da sein. Ja, klar, oder eigentlich? So, Notfallkoffer. Ich mach gleich den Ton vom Spiel wieder an, ne? So, Moment. Love, Dad. Oh. Damit du immer sicher bist, den liebe Papa. So, machen wir mal kurz wieder an. So. Ganz kurz. Öffnen wir mal die lustige Schublade. Und gucken uns das mal an. Zeugnis. Ja, cool. Ich könnte solche Noten haben. Ich will bloß nicht. Warum kenne ich die Einstellung? Warum kenne ich die? Ach ja. Lass uns kurz personifizierte Exzellenz ausnahmslos. Alter, alter, alter. Krass, krass, krass. Ich war immer so der Zweier- und Dreier-Typ. In Mathe eher so Vierer oder so. Aber ansonsten ja so Zweier, Dreier. Upsi, Zweier, Dreier so ungefähr. In Deutsch immer sehr, sehr, sehr gut. Da gab es auch mal vielleicht Einsen vereinzelt. Aber an sich, ja. Ja. Die Lehrer haben auch immer alle gesagt, oder man sagt es mir eigentlich bis heute noch, dass ich viel mehr Potenzial habe, als ich eigentlich ausführe oder ausgeführt habe. Heute kriege ich seltener zu hören, aber. Naja, damals halt in der Schule auf jeden Fall immer wieder so. Ich habe eigentlich viel mehr drauf. Schade, dass ich nicht mein volles Potenzial entfalte. Aber da war ich ja eben, wie ich halt auch schon angedeutet habe, so ein bisschen wie Chloe. So ein bisschen, da hatte ich eben auch diese Phasen in der Schule von wegen drauf geschissen, man macht das Nötigste. Ja, keine Ahnung. Kein Bock auf Lernen. Hab auch nie gelernt. So gut wie nie. Ein bisschen Abschlussprüfung, weiß ich noch. Da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen gelernt halt. Und sonst halt in der Schule einfach gelernt halt so ein bisschen, gell. Aber jetzt zu Hause oder so wirklich extra nochmal lernen, habe ich eigentlich nie gemacht. Ne? Hausaufgaben auch eher selten. Oder halt auch dann irgendwie in der Schule noch schnell oder so, keine Ahnung. Ich wurde fleißiger später. So siebte, achte Klasse rum. Wurde ich dann schon ein bisschen fleißiger. Da habe ich halt Dinge in der Schule erledigt, damit ich sie zu Hause nicht machen musste.
Hatte ich trotzdem Hausaufgaben, habe ich sie trotzdem nicht gemacht, lol. Aber ich wurde trotzdem ein bisschen fleißiger. Ja, ein bisschen halt. Und hatte kein Leck mich am Arschgefühl mehr, wie in der, gute Frage. 4., 5. und 6. Klasse, sage ich mal. Haut ungefähr hin. Dementsprechend, ja, ist ganz interessant. Ganz interessant. Ja, genau. Nee, da habe ich mich dann, genau, so, 8. Klasse. Bisschen mehr concentrate. So, ja, Grudon, ja moin, Alter, wer ist denn da plötzlich noch? Hey, schaust du mir schon länger zu, mein Lieber? Ich hatte immer 1er und 2er. Echt, ey? Echt? Ja? Meine schlechteste Note in Sozialkunde war eine 3. War auch schon in der, war auch schon in der Rede, eine Klasse zu überspringen. Hab auch nie zu Hause gelernt. Ja, geil, geil. Klasse übersprungen, ja, cool, cool. Ja, potenziell wäre das bei mir möglich gewesen, bestimmt. Hätte ich mich richtig reingehangen, weil wahrscheinlich auch Klassen zu überspringen, bestimmt. Aber ich hing dann doch so weit, dass ich fast davor war, eine Klasse zu wiederholen. So schlecht waren meine Noten. Na hoppla. Ne, dazu kommen ja auch immer diese mündlichen Noten. Ne, Hausaufgaben und mündliche Sachen gehören ja auch dazu, zum Notensystem. Und wenn man halt keine Hausaufgaben gemacht hat oder mündlich nicht aktiv war, krachen die Noten selbstverständlich auch ein. Und das war sogar mit ein großer Grund, warum ich dann eine zu schlechte Note hatte, um in eine Klasse weiterzukommen. Ich weiß aber nicht mehr, welche Klasse das war. Wo da diese... Wo das war. Wo es hieß, ja, jetzt sollte ich mich mal anstrengen, sonst hier, ne? Ich muss auch keine wiederholen. Ich hab's dann schon geschafft. So ist es dann nicht. Da habe ich mich dann schon reingehängt. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse das war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ansonsten, wie gesagt, so mittlere Noten, 2er, 3er ungefähr. Später dann halt ein bisschen schwieriger, 8., 9. Klasse, keine Ahnung, 7., 8., 9. ein bisschen schwieriger halt. Deutsch, nehme ich an, war ich schon immer noch ziemlich gut eigentlich. Mochte ich auch ziemlich. Aber bei den anderen Noten war ich dann konstant 3, 4, definitiv. Da war ich der 3er, 4er, Mathe immer sehr schlecht. Ne? Da habe ich auch, glaube ich, im Abschlusszeugnis tatsächlich eine 5 in Mathe, wenn ich mich nicht irre. Wenn es überhaupt möglich ist. Ja, eigentlich schon. In Mathe war ich immer scheiße, auf jeden Fall. Auch heute noch, vergiss es. Ich und Mathe, ne. Komplett für den Arsch. Ansonsten, ja, so der, ja, 3er, 4er Typ, ungefähr. So Mittelfeld halt, wie gesagt. Ja, so, ja. So ist das. Gab insgesamt auch Menschen, die geschwänzt haben. Ja, da war ich auch einer von. Ach, hatte viele Phasen in der Schule. Ja. Ich hatte, glaube ich, alle Phasen durch. Kann das sein? Ich hatte die Klassenclown-Phase, ich hatte die Leck-mich-am-Arsch-Phase, die Schwänz-Phase, die, ja, ich häng mich mal doch ein bisschen rein-Phase, ne? Letztendlich dann normaler Schüler, also Klassenclown war eigentlich so gut wie weg, schon noch ein bisschen Blödsinn gemacht halt, aber ja, dann halt einfach Schülerphase, dann halt einfach zuletzt wirklich die Phase, wo ich wirklich immer lernen wollte und so ein Käse, wenn ich dann gucke, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, so Berufsvorbereitungsjahre, da war ich dann immer, da habe ich die anderen, da war ich wirklich einer, der wollte immer dranbleiben, der wollte alles lernen und so, also ich hatte alle Phasen und habe die Klassenclowns verabscheut und so, also ich hatte alle Phasen irgendwie durch, lol, wenn ich so drüber nachdenke, ne, außer so der Schlägertyp, der Rowdy-Typ, das war ich natürlich nicht, passt doch nicht zu mir, aber halt so dieses Leck-mich-am-Arsch-Gefühl halt auf jeden Fall, so scheiß auf Lehrer und scheiß auf Zeug. Wenn ich Ärger gekriegt habe, ja, dann ist es halt so, ne, dann saß ich halt mal, oder, ja, was weiß ich, also, dann saß ich halt auch mal mehrere Stunden vor dem Klassenzimmer und musste meine Sachen alleine machen, gab's halt auch, aber da weiß ich gar nicht mehr warum, wahrscheinlich entweder, weil ich Klassenclown war, oder weil ich dann den Lehrer angezickt habe, weil ich ihn gehasst habe. Beides, was weiß ich, also irgendwie, irgendwie, weil das gab alles. Es gab bei mir irgendwie alles.
Nee, was? Du warst in Mathe echt am besten? Echt? The fuck, Alter. Okay. Mathe, Alter. Nee, gar nicht meins. Ich mochte es einfach auch nicht. Es ist nicht so, dass ich Mathe nicht wirklich verstanden habe. Es war halt knackig. Und ich mochte es einfach nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund so. Das ist halt eigentlich das. Wir spielen hier gar nicht weiter. Aber es ist auch mal gerade ein bisschen interessant, so über die Schulzeit zu labern. Ich war immer Klassenclown. Ja. Ja. Klar, irgendwie. Kann ich mir vorstellen. Irgendwie, ja. Passt ja. Wie gesagt, ich auch eigentlich. Den Großteil der Schulzeit einfach war ich das schon auch. Hab auch immer gerne Blödsinn gemacht. Also richtig Klassenclown halt. Ja. Und dann halt später, die letzten Schuljahre, 7., 8., 9., 10. Klasse oder so. Ja, sagen wir mal 8., 9., 10. Da wurde das halt natürlich immer weniger, aber ich habe schon noch gerne ein bisschen Blödsinn gemacht. Die ganze Klasse hat gerne Blödsinn gemacht. Oder ein Lehrer ein bisschen verarscht und so. Aber wir waren halt trotzdem halt nicht mehr komplette Klassenclowns, die halt so gar nicht mehr dem Unterricht gefolgt sind oder so. So waren wir dann auch wieder nicht mehr drauf, aber Blödsinn habe ich immer gemacht. Oder wir. Unsere Klasse war egal. Waren ja eine reine Männerklasse. Und ach, das war schon lustig, war schon witzig dann letztendlich dann noch. Ja. Voll die Achterbahnzeit. Ja, leck mich am Arsch. Uiuiui. Ui, ja, so ist das. Schule. Ja. Lang ist es her, ne? Gucken wir mal. So, machen wir hier mal ein bisschen weiter, ne? Kalender. Ach, guck mal, können wir ein Graffiti gleich machen. Rachel has always made being an A-student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Probe im Kostümprobe von der Schauspielerversion des Einsatzes, das Licht, etc. Könnt ihr Lebensstich verfassen? Okay, ah ja. I think Rachel could use a new subject. Na, mal gucken. Fliege. Anatomie. Oh, Kräuterkunde. Wir machen mal Anatomie. Ne? Let's go. Extra Credits! Uhu! Schön. Schön. So, oh, Tagebucheintrag, lol. Achso, ja, natürlich. Land der Freaks? Ne, haben wir schon wieder was verpasst, oder was? Im Ernst? Bitte was? Tägliche Schwanzfotos? Alter, was ist denn das bitte? Was ist denn das? Schmieriger Schleim, tägliche Schwanzfotos. Hä? Was ist denn da los? Alles klar. Die alltäglichen Gecko-Schwanzfotos. Natürlich. So. Schön, schön. Huh, okay. Da liegt sie. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Ich möchte mich natürlich noch ein bisschen umgucken. Retten? Blumen? Ansehen? Hard to believe the show was only a few hours ago. Das war, ja, so ändert sich alles auf einen Schlag, ja. Retten? Warum? Lass mal sehen. Oh, ich bekomme ein bisschen Kopfweh oder so. Weiß gar nicht. Oh, eine Rose. At least she'll have something from tonight. Ach ja, sweet. Oh, ich bin voll müde jetzt. Aber nur die Augen. Und so. Und der Kopf und so. Shakespeare. Oh, William Shakespeare. Die vollständigen Werke. Oh, cool. Cool. Alter, ja. Krass. Coole Sache. Globus. Gucken wir mal. Lies mal meinen. Ja doch, Kudon. Chill mal. Werde ich schon. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Guck. Really into stars. Voll der geile Globus. Das will ich auch.
So ein leuchtender Globus mit Sternkarte noch drumrum. Mega geil. Das ist ja Life is Strange, da kann ich nicht immer auf den Chat richtig eingehen. Vor allem nicht, umso größer die Texte, umso schwieriger oder länger dauert es, bis ich darauf eingehen kann. Das Spiel selbst ist ja sehr textlastig. So, pass auf. Ich musste in Mathe eine Klasse höher gehen. Beispielsweise bin ich in der 7., so muss ich in die 8. Ja, um mich mathemäßig auszulasten. The fuck? Alter, was ging denn bitte bei dir ab? Hä? Alles klar. Not bad. Hä, echt? Bist du so ein Ass in Mathe? Immer noch? Was ist denn das, Alter? Not bad, ja. So, Karte. Oh, da kann ich auch ein Graffiti machen. Cool. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Ich auch. Ich auch. Maybe I can make the world a less scary place. Etwas, das Rachel sagte, etwas, das ich sagte. LOL! Ja, gut, das ist jetzt natürlich. Definiere. Es kommt jetzt drauf an, was es denn ist. Etwas, was ich sagte, könnte sie aufmuntern, natürlich auch. Das ist natürlich auch. Komm, ich mach mal so auf. Ich mach mal. Komm. Back on the train, he said. Genau, im Zug, ja. Was hast du denn gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Let me know if you need a I can't wait to leave this place. Steht das da? Lass mich wissen, wenn du was brauchst? I can't wait to leave this place. Accomplice? Ja, egal, passt. Ja, cool. Auf jeden Fall passend. Coole, schöne Sache. Hier, hallo. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes. But it still seems hard to believe. Okay. Na sowas. Da ist sie. Moment, bin gleich bei dir. Komm, voll komisch irgendwie. Erstmal Zimmer angucken und durchstöbern. Stickerei. The yin and badass yang of Rachel Amber. Yin und Yang, ja. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Aha. Aha. Pinnwand. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Cool. Ah, guck mal, Sprüche. Ja, die vier Zettel da. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Ach, wie cool. Das Wort selbst enthält möglich. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Schön. Das ist schön. Der Anfang ist immer heute. Ich mag solche Sprüche. Die können einem auch helfen. Das ist total toll. Heute nicht mehr, das meiste habe ich vergessen. Ja, vieles braucht man eh nicht mehr heute. Eben, das ist richtig. Man lernt in der Schule so viel. Und 80-90% vergisst man. Ich sag mal 80. Und braucht man einfach später nicht mehr. Es ist so ein unnötiger Kack. Naja, egal. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Das ist ja auch schön. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare, machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Das ist ja cool. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Sehr philosophisch. Kiss me, Kate. Lol. Once you put a time im Forum des Paradiso. Die Glasm...
Managerie. Das ist coole Sachen hängen da.